Tower. An seiner Basis steht der Slow Tower. Inzwischen kommen die Gargoyles, also auch hier wieder Ghouls, Gargs. Sehr, sehr beliebt gewesen bei den anderen Spielern damals. Und jetzt wird sich das Spielchen scheinbar umdrehen. Jetzt versucht He-Man einen Go zu machen auf die Expansion, aber der Undead verfolgt ihn. Jetzt will er sich dem Fight stellen. Aber da hat der Undead nicht so Bock drauf. Währenddessen zwei Air-Units vom Human inzwischen doch schon, ja, keinen so schlechten Damage eigentlich sogar machen auf den Ghoul, weil momentan ist ja eigentlich überhaupt nichts am Start, was gegen Air vorgehen könnte. Also wir haben natürlich den Lich, aber das war es dann eigentlich auch schon. Jetzt wahrscheinlich gleich nochmal die Coil, um den Ghoul zu retten, sollte zumindest setzen, finde ich. Währenddessen der Archmage jetzt nochmal kurz einen Besuch in der Main des Undeads abgestattet hat, um nochmal den Sentry Ward zu setzen. Footmen sind mit am Start. Beim MK. Ja, kurze Stippvisite, mal gucken, was hier so Phase ist. Die Ghule gehen wieder ans Holz hacken, währenddessen hier unten der Dragon Hawk Rider immer noch ein bisschen auf die Necropolis einhaut. Ja, Dragonhawks natürlich mit ihrem Shackle ganz gut. Können Air Units damit festhalten und sie aus dem Verkehr ziehen. Ist natürlich die Frage, ob sie das dann halt auch wirklich schaffen, ob die Anzahl ausreichend ist. Momentan haben wir 5 Stück. Wir gucken mal, was der Gargoyle-Count so macht momentan. Hier sehen wir 2, 4, 5, 6, wenn ich mich jetzt nicht verzähle, sind es beim Undead-Spieler, der jetzt seine Expansion freikriegt, Wand of Lightning Shield und Tomb of Intelligence. Und jetzt in die Mitte von He-Man freigecreept wird. Schauen wir mal, was die All Overseers dafür Item droppen. Es gibt. Na komm. Spannen uns aber auch auf die Folter hier. Es gibt den Creepjack, Book of the Dead und was hat der MK noch? Die Greater Healing Potion. Das lasse ich mir doch mal eingehen. Aber jetzt geht sofort in den Fight. Jetzt kommt das erste Shackle auf die Gargoyles. Aber die Gargoyles sind hier momentan noch so ein bisschen überzeugt. Können natürlich dann auch Damage machen. Aber jetzt sieht es doch schon eher schlecht aus für den anderen. Book of the Dead sofort eingesetzt von niemand. Dort kommt das Zaunpfahl Level 2 für den Lich. Fällt nochmal ein Gargoyle kurz vor dem TP. Aber ich weiß nicht so recht, ob das mit dem Book wirklich noch so notwendig war. Aber das Book nimmt er jetzt natürlich, um einen Go zu machen auf die Expansion des Undead-Spielers. Und ob er die verteidigen kann, das werden wir jetzt erstmal sehen. Momentan noch keine Cloud am Start. Oh, verliert er jetzt hier die eine Unit sogar noch? Ja, verliert sie gegen die Tower. Also, bisschen nachlässig hier von He-Man. 3 Griffin-Aries inzwischen, ja, und dann sehen wir die Cloud, die natürlich dann die Tower außer Gefecht setzt. Ist noch nicht fertig, aber dauert nicht mehr lange. Aber natürlich läuft das Book of the Dead ab. Ja, aber das sollte er eigentlich noch hinkriegen. Jetzt geht's erstmal nach vorne auf den ersten Spirit Tower. Was macht die Undead Army? Steht in der Basis. Besteht aus einer Handvoll Gargs und einer Handvoll Ghoulen. Und jetzt ist die Cloud fertig. Also jetzt erstmal kein Damage mehr von den Towern. Aber sofort der Super Repair eingesetzt auf den Spirit Tower. Der wird hier angegangen. Und die Skeletal Warriors hauen auf die Necropolis ein, aber wie schon gesagt, den Tower kriegt er nicht so dran. Jetzt wird erstmal ein bisschen auf die Ecolites gefokust und dann sieht es doch mit dem Damage Output auch schon mal besser aus. Vor allen Dingen mit den 2 Water Elementals ist das gar nicht so verkehrt und der Undead, ja, traut sich nicht hin, will nicht fighten, so wie es aussieht. Doch, macht er jetzt schon. Jetzt kommt das TP. Ich bin mal gespannt, offensiv oder defensiv. Wie wird er sich teleporten? Defensiv hinten rein. Die Gargoyles haben natürlich einen langen Weg, aber jetzt kommt sofort das TP-Out von He-Man. Jetzt fokus nochmal auf die Necropolis, die geht down, ein Ghoul fällt ebenfalls nochmal und die Skelette von He-Man werden nochmal gekillt. Ja, die Haunted Goldmine hat überlebt. 2 Acolytes sind noch mit am Start, die müssen jetzt natürlich in der Mainbase nachgebaut werden, passiert es auch in diesem Augenblick. Währenddessen die Äxte von He-Man weiter fleißig am Laufen und jetzt ist es halt schon eine ordentliche Menge an Air-Units, die wir hier bei He-Man sehen und es werden immer mehr. Wir gucken mal kurz auf die Supply-Zahlen. 89 Supply gegen 57. Das ist natürlich schon heftig. Jetzt versucht Jajin noch mal ein bisschen was zu creepen. Hero-Levels könnten ihm natürlich noch ein bisschen was bringen, aber Level 2 Lich momentan. Level 3 Decay Lich creept erstmal solo, um jetzt hier auch das Level 3 zu kriegen. Findet die True-Shot-Aura. Ja, für die Gargoyle ist eigentlich gar nicht so verkehrt, wenn sie in den Boden angreifen, aber in den One-on-One-Combats, denen sie in der Luft ausgesetzt sind, bringt das natürlich nicht allzu viel. Es wird jetzt hier auch zum nächsten Go kommen. Vielleicht kommt der Switcher eigentlich auf Fiends. Nein, kommt nicht in diesem Augenblick. Und jetzt ziehen sich die Units des Undeads zurück. Oh, wow, wow, da werden 4 Gargoyles gescheckelt. Und es geht jetzt weiter nach vorne. Die nächsten werden gescheckelt. Aber es sind noch einige Gargs da, die im Focus Fire rausnehmen können. Aber jetzt hat sich das erledigt. Jetzt sind hier nur noch die Air Army. So, das wird hier gestompt vom Decay. Der steht hier mittendrin, statt nur dabei. Wie beim DSF. Jetzt kommen die Footmen mit dazu, die Ghoule gehen da an. Aber da kommt das GG von Yejin.
Und da hat er dann schon relativ schnell eingesehen, dass er da nichts machen kann. Seine Anzahl an Gargoyles hat halt einfach überhaupt nicht gereicht, um da irgendwie eine Schnitte zu haben. Trotzdem interessant, wie er das versucht hat mit seiner Expansion, um den Human-Spieler da so ein bisschen zu kontern. Aber wie gesagt, Lost Temple, eine sehr, sehr schwierige Map gegen Human. Und ja, als Undead hat man da sowieso überhaupt keinen Bock drauf, auf diese Map zu spielen. Aber wir haben das 1:1, also es bleibt spannend in diesem Best of Three.